Ich glaube, jetzt haben wir genug Daten über die Wildturmödnis. Lass uns der ökologischen Forschungsgruppe berichten. Tja, und da sind wir jetzt auch schon. So, ich muss mal kurz synchronisieren. So, wui, wui, wui. Okay, hoffentlich reicht das, um später das Video zu synchronisieren. Nee, ich war gerade auf der Jagd, mal ein bisschen was machen. Hab zwei Razzians erlegt, deswegen hier gerade die Sora Magdarus-Rüstung. Und unterwegs habe ich genug für den Drachenältesten in der Wildturmödnis bekommen und bin jetzt versucht, da einfach mal hinzurennen und zu gucken, was passiert. Was bist du denn für eine? Grüß dich. Ach, du da, Fünferin. Ich würde dir etwas, würdest dir etwas ausmachen, diese Lieferung für mich zu übernehmen? Sie brauchen sie für Forschung zum Dünger des uralten Baums, aber ich bin krank, habe viel zu tun. Viel Glück. Ja, was haben wir denn? Großgirushaube. Mhm. Muss ich mal gucken, ob ich sowas habe. Ja, ja, ist klar. Also, genau. Hochrangige Flugwivern habe ich gefangen gerade. Das war die Ratian. Und ansonsten Lieferungen. Ja. Tada. Der Beschleuniger. Ja, sieht doch gut aus. Alle Lieferungen bisher erledigt. Daher war der, glaube ich, gar nicht dabei. Aber der Baum ist jetzt quasi durch die Decke gegangen. Der reicht bis hoch zur Kantine. Das wird langsam, ist gruselig. So, wollen die hier gerade was von mir? Ich glaube schon, oder? Wenn ich schon mal hier bin. Ey. Grüß dich. Ach, du kommst gerade richtig. Ich erforsche Boden und Dünger. Ja, wie immer. Und neulich habe ich einen vielversprechenden neuen Boden gefunden. Mhm. Also bauen wir jetzt Astera woanders hin, damit du den Boden optimieren kannst, oder wie? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, worauf du hinaus willst. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich gerade eigentlich alles für Töne aufnehme. Dachte ich mir fast. Mein Mikrofon wird auch aufgenommen. Dann schalte ich das jetzt mal ab und gehe zum richtigen Mikrofon über. So. Den möchte ich im uralten Baum ausprobieren, um zu sehen, was geschieht. Und ich sollte vielleicht mal kurz gucken. Ja, die Videoaufnahme, der Ton läuft noch, bevor ich so einen Blödsinn habe wie letztens. Das ging ja gar nicht. Um zu sehen, was geschieht. Genau. Komm schnell. Ich habe den drei Vorsitzenden gesagt, welche Materialien ich brauche. Hilf, wenn du kannst. Dann werden wir bald ernten. Drachenknochenrelikt. 3 Stück. Könnt ihr mir nicht mal Post schicken oder so? Dann müsste ich nicht jedes Mal zu denen hier hinrennen. Nachdem ich gerade bei denen war. Naja. Also ich dachte, sie sagt mir jetzt, wie toll doch das alles ist gerade. Nachdem ich hier, aber nein. Also. Ja, ja, Einfluss, bla bla bla, okay. Du Type, was? Dekoration, diese, bla, ja, komm. Ernten würde ich gerne erstmal. Ich baue hier gerade nämlich wieder Zeug an. Verlassen. Anbauen. Ja. Kann ich hier vielleicht auch wieder Machtsamen anbauen? Kann ich wieder. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sieht gerade zwar alles ein bisschen komisch aus, aber egal. So, dann düngen wir das Ganze mal. Wir haben zwei neue Dünger. Wir haben einmal den uralten Beschleuniger, der macht nur schneller. Und den weichen Boden, der uns auch nicht wirklich was bringt. Wofür ist der? Aha. Dieser Boden verlängert die Dauer der aktuellen Düngereffekte auf 5 Quests. Ach, weißt du was? Den benutzen wir mal. Können wir gar nicht benutzen. Weil wir erstmal was anderes machen müssen. Erstmal benutzen wir den Mega-Dünger. Tada. Und den Rest kann ich jetzt gar nicht mehr benutzen. Was willst du denn eigentlich von mir? Egal. Wir düngen und gut ist. So, was wollte ich? Ich wollte jetzt zur Forschungsgruppe und sagen, hallo, ich habe den Ältesten gefunden oder so. Bist noch in einem Stück. Ah, ja. Da bist du ja. Gute Nachrichten. Wir haben herausgefunden, welcher Drachenälteste in der Wildturmödnis erschienen ist und wo du ihn finden kannst. Er heißt Teostra und ist unglaublich brutal. Man nennt ihn auch den Flammenkaiser und den Unvergleichlichen. In der alten Welt ist er in Wüsten und vulkanischen Gegenden heimisch. Ich hatte nicht erwartet, ihm hier zu begegnen. Wir müssen ihn studieren. Wenn ich mir diese Chance entgehen lasse, werde ich mir das nie verzeihen. Ich habe dem Meister der Jagd gesagt, wo der Teostra gefunden werden kann. Sprich mit ihm, wenn du mehr herausfinden willst. Na, was gibt's? Ja. Rathian, Ergebnisse offenkundig für die Forschungsstufe. Bla 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 bla. Teostra. Mhm. Sieht aus wie das Ding,
was ich im Kopf hatte, als ich das leicht rosane Fell, rote Fell gefunden habe. Denn ich glaube, es handelt sich hier um eine Art, ja, sagen wir Löwen. Zumindest glaube ich, dass ich den schon mal so gesehen habe und, ach egal. Ja, was auch gerade passiert ist, ist, ich habe mal wieder eine Trophäe gesammelt. Und zwar, ich werde wahnsinnig. Ich habe nämlich irgend so eine kleine Flauscheviecher gefunden auf dem Rücken von Abdonauts. Aber auch nur, weil ich wusste, dass die irgendwann da auftauchen. Und ich habe echt keine Ahnung gehabt, wie die aussehen würden. Und dann waren die da und man kann sie eigentlich nicht übersehen. Sie hüpfen einmal über den Rücken des gesamten Abdonauts, also wirklich eine Gruppe von denen. Und wenn du schnell genug bist, kriegst du es vielleicht noch hin, dein Netz auszuwerfen. Zeige ich euch noch schnell das Material. Komm, wir zeigen euch mal schnell das Material. Wenn wir schon mal hier sind, eine Aufnahmegalerie. Zack, zack. Hier aus irgendeinem Grund dauert das die Aufnahme 5 Minuten. Ich weiß ja auch nicht warum. 30, 120. Dang, 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 dang. So, hier habe ich die Ratian-Quest ausgewählt. Doch nicht. Ich habe mich erstmal vorbereitet. So. Halt, 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 halt. Nein, 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 nein. Oh, ich bin so. Okay. So. Da ging es dann los, ne? Ich spule mal kurz ein bisschen vor. Und hier ist das Abtonow-Feld. Und da hinten ist das Abtonow, auf dem diese ganzen Bälle rumtanzen. Seht ihr das? Wui! Alle ins Wasser. Plansch, plansch. Schieb, 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 schieb. Und ich dann so, Netz, 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 Netz. Flapp. Aha. Und dann habe ich geguckt, wie ich das Ding aufgenommen kriege. Und ja, gut ist. Ding, ding, ding. Ding, ding. Da waren wir gerade. Hallo? Ja, mach einfach weiter im Spiel. So, was ich gerade will, ist gucken, ob ich die Sora Magdaros-Rüstung noch irgendwie ein bisschen aufpimpen kann. Weil die ist mir für meinen Geschmack ganz schön, naja, schwach. Weil ich glaube, meine Legiana-Rüstung ist irgendwie, keine Ahnung, so um die 300. Und die hier ist, ich weiß nicht. Sollte ich vielleicht einfach doch die Legiana-Rüstung nehmen und sagen, fuck auf den Feuerwiderstand? Scheint mir fast das Bessere zu sein. Was ist denn, wenn ich die Rüstkugel nehme? Dann sind wir auf 7. Und wenn ich die hier noch nehme? Ja, ich komme fast auf die 8. Scheiße, kostet ja auch Knete. So, was denn jetzt? Nehme ich das Zeug oder das Sora Magdaros-Zeug? Können wir mal kurz rüber blubbeln? Hier, das ist das Sora Magdaros-Zeug. Verteidigung 44. Und hier habe ich so im Schnitt 20 mehr. Gut. Auch wenn das Ding feueranfällig ist, werde ich jetzt wahrscheinlich einfach mal die Legianer-Rüstung anbehalten. Andererseits brenne ich dann die ganze Zeit. Da ich nicht die ganze Zeit brennen will, behalte ich das Sora Magdaros-Zeug an und bereue gerade die Rüstkugeln in das Legianer-Zeug gesteckt zu haben. Egal! So. Rede mit dem Meister der Jagd. Der muss ja irgendwo da unten sein. Ne, war? Da? Liegt irgendwo in Amerika, glaube ich. Ja, doch. So, da vorne hier mit dem Knüppel reden. Könnt ihr da nicht mal eine Treppe hinbauen? So, Meister, wir daten ab hier. Was? Was? Theostra? Das ist also der Drachenälteste, der in der Ödnis herumspaziert ist. Hm, mein alter Freund, mein alter Feind. Diese Kerben in meiner Rüstung verdanke ich dem Flammenkaiser und nun werden wir uns erneut begegnen. Jeder Jäger, der etwas taugt, sollte dankbar sein können, gegen solch einen Gegner auf die Probe sich... Ah, du weißt, was ich meine. Gegen sowas anzutreten. Bist du bereit? Melde dich zu der Quest an, dann werden wir dem Theostra in die Heimat der Ältesten folgen. Ein Theostra? Die Jagd wird dir alles abverlangen. Aber mit einem vollen Magen solltest du es schaffen. Gut, dass du mich daran erinnerst, weil das vergesse ich regelmäßig. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hier gibt es schon wieder irgendwas zu liefern? Hallo? Ja, meinst du, du könntest deinem alten Mann bei seinen Problemchen helfen? Das Lager in der Kantine sieht wahrhaft karg aus. Und ein leeres Lager bedeutet leere Mägen. Ja, das kennen wir mittlerweile. Komm hier, Chefkoch. Was will er? Uraganschild, habe ich einen. Ja, ich bin mal nicht so. Weil ich will, dass die Kantine jetzt auf Top-Notch ist, wenn ich hier gleich losziehe. Jetzt lass mich doch mal liefern. Viva la Cantina. So, Kumpel, sonst wie Fleisch ist, egal. War's das? Will noch jemand was von mir, bevor ich zum Theostra aufstoße, breche? Ist euch das mal aufgefallen? Aufstoßen und brechen. Ne? Ist ja im Prinzip beides Synonyme für Kotzen. Da gibt's auch noch Aufbrechen.
Und Aufbrechen ist im Prinzip eine Kombination von Aufstoßen und Brechen. Also ist Aufbrechen im Prinzip auch so was wie ein Synonym für Kotzen. Faszinationssprache. Meister, bitte einmal mit Punkten bezahlen. Chefkochgericht, so wie immer, denn du weißt, was gut ist, Kleiner. Genau, Fleisch. Und der ganze andere Klumpatsch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Freu dich, High Five und los geht er. Ah, Theostra, das ist ein richtig fieser Drachenältester. Er hat gut entwickelte Reißzähne und mächtige Gliedmaßen und dazu noch ein hitziges Temperament. Seinen Gegnern vergibt er nichts. Ich frage mich, wie der Theostra sich hier in der neuen Welt verhält. Das müssen wir herausfinden. Naja, offenbar nicht sehr nett, weil sonst würden wir jetzt nicht losziehen, ihm aufs Maul zu hauen. So, auf gar eben! Theostra, der fürchterliche. 18.000. Ja, wie schätze ich denn bitte meine Chancen ein, das zu überleben? Nicht sehr gut. Ich werde wahrscheinlich trotzdem darauf bestehen, meinen Gutschein einzusetzen. So, bei welchem Lager will ich starten? 1 oder 8? Oder... Wir starten mal bei... Wo sind denn die Feline? Gibt es da überhaupt welche? Nee. Wir starten... bei 1. Okay. Ja. So, und jetzt werde ich ebenso... Boah, ey, hier ist ja wirklich alles zugewuchert. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass der hier... Also, ich habe gesehen, er ist bis hochgewachsen, aber ich dachte hier, dass das... Wow, die Kiste ist jetzt begrünt. Was wollte ich? Dekoration anbringen, Ausrüstung, nee, Objekte verwalten. Nämlich wollte ich wieder meine Ältestenausrüstung mitnehmen. Ganz einfach aus dem lustigen Grunde, dass wir das Viech hier sowieso nicht fangen können. Also warum überhaupt damit bemühen? Und bevor ich losgehe, ach du Scheiße, ich sollte vielleicht nochmal kurz Bereitschaft abbrechen. Was? Nein. Ich wollte doch nochmal schnell zum... Bah. Will ich losgehen ohne Luminel seine Palico-Wespe da? Ich will aber nicht. Öffne den Abreisebildschirm. Ja, ich möchte die Quest nochmal kurz verlassen. Es ist wichtig. Ich meine, seine Hörner sind zwar ganz lustig, damit kann er auch schon... und so machen. Aber mir wäre es dann doch lieber, die Vitalwespe dabei zu haben. Einfach nur aus Gründen. Mal, Meister, sind eigentlich die Safaris schon wieder zurückgekehrt? Nee, noch nicht. Wir sind noch auf Vespuinenjagd. Okay. Lomi! Ausrüstung. Nicht verkaufen. Ändern. Siehst du, das hätten wir auch noch im Lager machen können, aber am Ende setzen sie uns wieder irgendwo ab, wo ich nicht raus will und dann ist Ende im Gelände. Also lieber jetzt. So, das wird also wieder eine Vorbereitungsfolge. Denn das ganze Ding läuft jetzt schon wieder eine Viertelstunde. Oh, ich glaube, das kommt hier am 1. April. Kann das sein? Ich lade nämlich gerade die Folgen hoch. Fürs nächste Mal. Also die aktuellen Folgen der letzten 3 Aufnahmen lade ich gerade hoch. Unter anderem die tonlose. So, jetzt aktiviere ich hier wieder die Quest. Ne? Neue Quest bekannt machen. Aufgabe, ich merke gerade, ich habe meinen Gutschein komplett verfeuert, ich Idiot. Siehst du mal, so viel dazu. Lager 1, ja? Oh, doch nicht. Oder doch? Na, werden wir gleich sehen. So, ich scroll mal kurz hier nach unten. Ja doch, Folge 70 kommt am 31. und das hier ist Folge 71, also 1. April. Haha, cool. So, da ist die Peter-Lustig-Folge, die ist gerade fertig, also Folge 60. Oh, das wird bestimmt einige Leute voll nerven, wenn ich denn erst mal 3 Minuten lang den Song eingespielt habe. Aber besser als Hintergrundmusik in der Heimat der Ältesten, oder? So, ich würde gerne in den Beutel noch nehmen. Hast du vielleicht eine große Fassbombe? Okay.
Was habe ich denn da noch? Eine Spezialfassbombe. Wie habe ich das denn die gebaut? Keine Ahnung. Kleine Fassbombe, ja, gib mir mal... Ja, warum nicht? Man weiß ja nie, ne? So, und was ist das für eine Special-Bombe, die ich da habe? Das würde ich gerne noch wissen. Mega-Fassbombe. Die werden wir natürlich zuerst hinlegen. Wenn das Ding sich ausruhen will. Na dann! Bereit, einem Drachenältesten entgegenzutreten, Lomi? Klammern, mal wieder. Ja, viel anderes bleibt uns ja jetzt nicht mehr. Ja, klar, ich habe noch andere Sachen, die ich machen kann, aber... Das sind so Sachen, die man, ja, die ich jetzt wahrscheinlich machen darf erstmal. Wir können ja danach was Entspanntes machen, weiß ich, einen Azurnen Rathalos oder so. Den habe ich festgestellt nicht im Let's Play gefangen, also werde ich den einfach mal so machen können.